Freitag, der 15. Wir sind mit der Morgenflut in See gestochen. Ich stehe nun unter Quarantäne, isoliert von Passagieren und Mannschaft. Mein einziger Wunsch ist, nach Hause zurückzukehren. Mein lieber Sixsmith, ich brauche dringend deine Hilfe. Ich bin süchtig nach dem Tagebuch eines sterbenden Anwalts, der 1849 von einer Pazifikinsel nach San Francisco reiste. Die zweite Hälfte fehlt. Es macht mich völlig verrückt. Ein halbgelesenes Buch ist letzten Endes wie eine halbbeendete Liebesaffäre. Was liest du da? Alte Briefe. Warum liest du sowas? Keine Ahnung. Vielleicht versuche ich nur zu verstehen, warum wir dieselben Fehler immer und immer wieder machen. Unsere Leben und unsere Entscheidungen, jede Begegnung. Louisa Ray, Spyglass Magazine. Natürlich. Eröffnet eine neue, mögliche Richtung. Das ist sie, die Musik aus meinem Traum. Ich nenne es das Wolkenatlas-Sextett. Ich habe ganze Sätze darin in der Vorstellung geschrieben, dass wir uns in verschiedenen Leben, verschiedenen Epochen immer wieder begegnen. Was tun Sie hier? Wir kreuzen wie Eisläufer immer wieder unsere alten Bahnen. Die Liebe meines Lebens. Was war wohl aus ihr geworden? Ich kann nicht erklären, warum. Aber als ich vorhin diese Tür öffnete, da wusste ich... Ich habe sie im Schlaf gehört. In einem albtraumhaften Café. Blendende, grelle Lichter. Unter der Erde und ohne Ausgang. Und alle Kellnerinnen hatten dasselbe Gesicht. Willkommen in Pabassombre. Versteck dich nicht. Ich weiß, du bist Sonmi 451. Gestern führte mein Leben in eine Richtung. Heute führt es in eine andere. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, das Universum ist gegen Sie? Was ist denn? Unser Geld, wo ist es? Laut Gesetzes? Gesetz! Furcht, Glaube, Liebe. Phänomene, die den Lauf unseres Lebens bestimmen. Diese Kräfte nehmen ihren Anfang lange vor unserer Geburt und überdauern unseren Tod. Unsere Leben gehören nicht uns. Wir sind verbunden mit anderen. In Vergangenheit und Gegenwart. Und mit jedem Verbrechen und jedem Akt der Güte erschaffen wir unsere Zukunft. Meine Furcht wächst, dass ich meine geliebte Tilda nie mehr in den Armen halten werde. Das Problem, das du verursachst, ist politischer Natur. Gestern hätte ich nie geglaubt, dass ich einmal das tun würde, was ich heute getan habe. Ich habe das Gefühl, es hat sich etwas Bedeutendes ereignet. Wie ist das möglich? Ich bin ihr gerade erst begegnet und doch, ich habe mich in Louisa Ray verliebt. Gerettet. Du fällst, ich halte dich. Unsere Welt folgt einer naturgegebenen Ordnung und wer versucht, sie umzukrempeln, dem wird es schlecht ergehen. Ich glaube, auf uns wartet noch eine andere Welt, Sixsmith. Eine bessere Welt. Und ich werde dort auf dich warten.